Der Lungau, umgeben von den hohen und niederen Tauern, ist reich an Wasser. Die Salzburger AG betreibt hier 4 Wasserkraftwerke. Die beiden wichtigsten sind das Kraftwerk Zederhaus mit dem Stausee Schliereralm und das Kraftwerk Hintermur, das sein Wasser vom Rotgüldensee bezieht. Der Stausee Schliereralm ist eingebettet in das idyllische Riedingtal. Der Blick auf den See und die Riedingspitze ist beeindruckend. Das Hochtal mit dem naturbelassenen Riedingbach und seinen vielen Almen ist nicht nur ein beliebtes Ausflugsziel, sondern auch wichtig für die Stromproduktion im Lungau. Beim Bau des Speichers Schliereralm und der Rekultivierung des Stausee-Umfeldes im Riedingtal gehen die Planer sehr behutsam vor. Im Bereich der Stauwurzel befinden sich Biotope, die als Laichgewässer dienen. Das Gelände wird naturnah mit Erlen, Lärchen, Fichten und Zirben bepflanzt. Vom Tagesspeicher Schliereralm führt ein 5,7 Kilometer langer Triebwasserstollen hinunter zum Kraftwerk Zederhaus. Dieses liegt nördlich von Zederhaus bei Rotenwand direkt am Zederhausbach. Hier wird es dann abgearbeitet. Das Wasser rinnt dann durch eine eingegrabene Druckrohrleitung zum Krafthaus und die Turbinen werden angetrieben und der Generator erzeugt dann Strom. Das Kraftwerk Zederhaus ist 1984 in Betrieb gegangen, nach 2-jähriger Bauzeit, und ist da dann im Gemeindegebiet Zederhaus. Und wir haben 10 Gebirgsbäche gefasst und das wird da dann abgearbeitet und elektrische Energie gewonnen. Das Kraftwerk Zederhaus kann im Jahr ungefähr 33 Gigawattstunden Strom erzeugen. Das brauchen ungefähr so 10.000 Haushalte. Gernot Purkrabeck ist seit 7 Jahren Kraftwerkstechniker im Kraftwerk Zederhaus und kümmert sich darum, dass das Kraftwerk einwandfrei läuft. Ja, viel Spaß macht mir eigentlich in dem Job, weil die Kraftwerkstechnik ist sehr vielseitig. Da kommen mehr Bereiche zusammen, zum Beispiel Hydraulik, Elektrotechnik, Pneumatik und der Maschinenbau. Und das macht es eigentlich sehr interessant und macht viel Spaß. Heute steht die wöchentliche Kontrolle der Generator-Kohlebürsten an. Eine wichtige Aufgabe, damit ein fehlerfreier Betrieb garantiert werden kann. Bevor es losgeht, muss Gernot erst die Maschine am Touchpanel des Maschinenleitstandes abschalten. Die Kohlebürsten sind Gleitkontakte, die stellen eine elektrische Verbindung zum rotierenden Teil vom Generator her, dem Läufer. Und da wird dann ein Magnetfeld erzeugt, das für die Stromerzeugung notwendig ist. Als erstes werden wir die Kohlebürste aus der Kohlebürstenhalterung rausnehmen. Dann werden wir mal schauen, ob am Schleifring gröbere Verschmutzungen, Abriebe oder Defekte sind. Pro Generatordeckel sind 4 Kohlebürsten, jeweils 2 plus, 2 minus. Schaut gut aus. Dann werden wir die Kohlebürste mit der Schublehre, das ist das Messinstrument, überprüfen, ob die richtige Länge noch gegeben ist. In dem Fall haben wir 27 mm, das schaut gut aus. Dann werden wir den Kohlebürstenträger reinigen. Und die Bürste selber werden wir auch noch reinigen, weil die Bürsten bestehen großteils aus Graphit, aus einer speziellen Graphitmischung. Und durch den Betrieb haben wir da immer ein bisschen Abnutzung. Da entsteht Kohlestaub und da kann dann die Bürste stecken bleiben. Dann geben wir die Bürste wieder in den Bürstenträger, Bürstenhalter rein und machen noch eine Funktionskontrolle, ob die Bürste leichtgängig ist. Gernot ist hochkonzentriert, denn bleibt die Kohlebürste im Betrieb stecken, kann ein Bürstenfeuer entstehen, das wiederum die Gleitringe und den Generator beschädigt. Nach der wöchentlichen Kontrolle wird die Maschine wieder angestellt. Der Rotgüldensee im Murtal ist nicht nur beliebtes Ausflugsziel für Wanderer, sondern trägt auch maßgeblich zur Stromproduktion im Lungau bei. Das Kraftwerk Hintermur nutzt das Wasser aus dem Rotgüldensee. Von dort fließt es über 6 Kilometer und etwa 600 Meter Fallhöhe quer durch den Berg ins Krafthaus. Der Rotgüldensee liegt auf 1736 Meter. Das ist genau die Höhe von der Dammkrone.
und ist sehr gut in die Natur integriert. Ökologische Maßnahmen sind uns wichtig und wir schauen, dass das äußerst naturverträglich ist. Und das hat sich auch bewährt. Wasserkraft ist eine zukunftsweisende, innovative, nachhaltige und umweltfreundliche Energieform. Zwischen 2006 und 2008 wird Hintermoor zu einem Pumpspeicherkraftwerk ausgebaut. Eine zusätzliche reversible Francis-Pumpturbine wird eingebaut. Gleichzeitig wird der bestehende Ölschützenspeicher erweitert. Ein neuer, wichtiger Teil des Kraftwerks. Bei der Pumpspeicheranlage funktioniert der Wasserweg so, dass das Wasser im Turbinenbetrieb vom Rotgültensee durch einen Druckstollen und durch den Schrägschacht zum Kavernenkraftwerk Hintermoor fließt und dort wird es im Turbinenbetrieb abgearbeitet und Strom erzeugt und das Wasser fließt dann nicht in die Mur, sondern in den Ölschützenspeicher. Und dort wird es quasi zwischengelagert und kann dann zu einem späteren Zeitpunkt wieder in den Rotgültensee über die gleichen Leitungen, über die gleiche Maschine wieder rauf gepumpt werden. Die Drehrichtung der Maschine dreht sich um und die Turbine arbeitet dann als Pumpe und der Generator nicht als Generator, sondern als Motor. Das Kraftwerk Hintermoor ist das erste Kavernenkraftwerk im Bundesland Salzburg. 1991 geht es in Betrieb. Es ist das leistungsstärkste Kraftwerk der Salzburger AG. Fast alle Anlagenteile befinden sich im Berg. Diese Anlage ist eben schon 1991 in Betrieb gegangen und schon damals hat man sehr auf die Umwelt geschaut. Und darum ist die Entscheidung auch getroffen worden, dass man es in den Berg hineinbaut, dass die ökologischen Maßnahmen, die ökologischen Anforderungen einfach berücksichtigt werden. Und das ist wirklich sehr, sehr gut gelungen. Thomas Gruber ist seit 10 Jahren Kraftwerkstechniker bei der Kraftwerksgruppe Lungau. In der Warte hat er alle Kraftwerke der Gruppe im Überblick. Wir haben da einen Arbeitsplatz mit dem Rechner, wo wir alle Betriebsdaten drauf haben. Dann sehen wir da hinten noch unsere Mosaik mit der Hochspannungsschaltanlage, mit der 30 kV Schaltanlage und je Maschine eine Übersicht, wo wir die wichtigsten Betriebsdaten drauf haben und auch vom Speicherer Gün sehen wir auch einen Speicherpegel, den Grundablass und die Einlaufschützen, einfach das Wichtigste. Und mein Job macht mir Spaß, weil die Technik hat mich immer sehr interessiert. Ja. Und das habe ich da, das wird da gemacht, das darf ich da machen und das taugt mir. Nach einer 3-wöchigen Inspektion müssen heute sämtliche Teile und Motoren getestet werden. Heute steht an, dass wir die Maschine das erste Mal hochfahren zum Synchronisieren, dass wir sonst nicht schalten. Jetzt nach der Inspektion, die ganzen Vortests haben wir schon gemacht. Ja. Und heute ist eben der große Abschluss, dass wir also quasi das Finale machen. Wir schauen runter zu der Kühlwasseranlage, da schauen wir, ob die Drücke passen für unser Kühlwasser. Dann schauen wir runter zur Ölaufbereitung, wo das Lageröl hergerichtet wird und gekühlt wird, ob da alles passt, ob alles dicht ist, ja, ob die Kühler richtig geschalten sind. Dann schauen wir zur Turbine um, ob der Lagerstand bei der Turbine passt. Eine der wichtigsten Aufgaben ist heute die Kontrolle des Kugelschiebers. Kugelschieber sind Armaturen mit einer durchbohrten Kugel als Absperrkörper. Mittels einer Drehung der Kugel von exakt 90 Grad kann der Durchfluss komplett abgesperrt werden. Kugelschieber werden bei Wasserkraftwerken für hohe Drücke eingesetzt.
Der Kugelschieber wird hochgefahren, damit Thomas alle wichtigen Teile kontrollieren kann. Auch im Kraftwerk Zederhaus führt Gernot noch eine Sichtkontrolle im Turbinenraum durch. Tagtäglich hängt der reibungslose Betrieb der Wasserkraftwerke im Lungau von der sorgfältigen Arbeit der Kraftwerkstechniker ab. Wasser ist die wichtigste erneuerbare und umweltfreundliche Energiequelle. Der große Reichtum an Wasser aus den Lungauer Bergen trägt maßgeblich zur sicheren Stromversorgung von Salzburg bei.